gibt ja Leute, die relativ viel Bier trinken, da wird es nicht ganz so schlimm, aber es gibt eben auch Leute, die viel Schnaps trinken. Und da kann es schon zu lebensbedrohlichen Zuständen kommen, wenn man da nicht genug trinkt. Sie sind die Hitzehelfer der Hauptstadt. Da sitzen auch welche, ne? Hast du gesehen? Während einer der größten Hitzewellen der letzten 125 Jahre versorgt das Team von Caruna in diesen Tagen diejenigen, die bei hohen Temperaturen gerne vergessen werden. Menschen, die auf der Straße leben und damit häufig keinen freien Zugang zu Trinkwasser, gekühlten Räumen, geschweige denn einer Dusche haben. Jens Timpe arbeitet seit 20 Jahren in der Obdachlosenhilfe. Für Caruna ist er von Montag bis Freitag im Einsatz. Seine Beobachtung? Nicht der Winter ist die gefährlichste Jahreszeit für Obdachlose. Im Winter gibt es relativ Notübernachtungsplätze, also ich glaube 1500. Einige Einrichtungen haben im Sommer zu, aber das Problem ist eben gerade bei solchen Sommern, wie wir letztes Jahr hatten, oder bei solchen Temperaturen, dass die Leute nicht genug trinken und dann einfach Kreislaufzusammenbrüche kriegen oder in der Art eben beeinträchtigt werden. Im vergangenen Jahr sollen laut Robert-Koch-Institut allein in Berlin knapp 500 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben sein. Die sind nicht da, oder? Nee, ne? Nee. Da ist keiner mit dem Bauch weggefahren. Erste Station an diesem Tag, der Lichtenberger Bahnhof im Osten Berlins. Die Hilfe ist hier willkommen. Wir sind alle Alkoholiker, so brauchen wir jetzt nicht sagen, dass wir keine sind. Aber Wasser wird denn jeder trinken, jeder nimmt ein Wasser an und jeder wird das Wasser nicht verschmähen. Ich zum Beispiel, ich verziehe mich heute ziemlich in Schatten, also das ist mir ein bisschen zu heiß heute. Und ich bin auch immer froh, dass die von Caruna, die bringen uns jeden Tag Wasser mit, das finde ich ganz geil. Metzi lebt mit seiner Freundin seit anderthalb Jahren auf der Straße. Hier am Lichtenberger Bahnhof haben die beiden ihr Lager aufgebaut. Wir haben so eine Art Dach gemacht, dass wir ein bisschen sonnengeschützt sind. Aber hilft auch nicht immer viel. Es rutscht nämlich manchmal runter. Frühs vor allem tut die Sonne richtig krass hier drauf knallen und das merkt man. Ich schwitze ja jetzt schon. Wir gucken immer, wir kämpfen uns so durch. Sozialverbände und auch die Politik rufen nun auch Privatpersonen dazu auf, zu helfen. Jeder solle gleich zwei Wasserflaschen mitnehmen, wenn er aus dem Haus gehe. Eine für sich selbst und eine für einen Menschen, der auf der Straße lebt.